So, meine Damen und Herren, wir mussten aufgrund einer technischen Panne sozusagen das nochmal wiederholen. Der Twitch-Chat hat nicht viel mehr gesehen als ihr jetzt gleich. Aber ich möchte kurz sagen, der Kiran ist ein großer Fan des PC-Speakers. Also, und das kommt jetzt wieder. So. Da ist er. Der Kiran ist so ein großer Fan davon. Wobei das sogar noch relativ gut ist hier. Die haben sogar noch relativ einen guten Job gemacht. So, da wollen wir mal. Sind Goofy Controls, ne? Konnte man die nicht auch ändern? Oder waren die beim Menü immer? Ist also seitenverkehrt. Ich bin kein Goofy Skater. Kein Goofy, versteht ihr? So. So. Okay, das geht so nicht. So, jetzt will ich erstmal gucken. So, jetzt kann ich doch eigentlich. Nee, kann ich nicht. Es war doch nicht so schwierig, die Moves hinzukriegen, sagte er und stirbt. Ich glaube, es gibt diese ganze Disney-Sports-Abteilung. Ich glaube, die gibt es tatsächlich auch. Okay, das war super. Das war eine Top-Performance. Ja. So, High Jump ist, wie der Name schon sagt, genau das gleiche. Auch mit der Halfpipe. So, komm, geh da rein. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich das erste Skateboard-Game oder ist das so Skate Crazy und ja, ist das eine noch, wo man da mit dem Skateboard Flaschen einsammelt? Ich würde. Kennt man eigentlich heute noch Tony Hawk? Ich meine, ihr Kids da draußen, ihr stylischen, hippen Peoples. Was droppt ihr denn heute auf den Halfpipes? Das wollte ich nicht machen. So, dann macht man einmal einen Move, dann zählt er. So, ich will aber trotzdem nochmal. Ja gut, die Simpsons Sport Games sind alle ja ein bisschen eigenwillig, ne? Wer Simpson Wrestling kennt. Es war auch nicht so gut. So, wunderbar. Es geht schnell. So, Jam war das, wo man, glaube ich, den Leuten prügeln konnte, ne? Boah. Ja. Das hat mir immer Spaß gemacht. Da konnte ich die Leute mal vermöbeln. Weil ich kenne eigentlich noch die ganzen Secrets. Die werde ich hier auf DOS nicht hinkriegen. Aber ich habe die immer. Nee, regular. Definitiv. Komm, was machst du da? So.
Nach unten. So. Auf geht's. Nein, so nicht. So, jetzt. Komm. Wunderbar. Und absch... Ah, Mist. Na komm. Ich stehe falsch rum. Ah, komm, 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 komm. So, besser. Yes! Aber das war auch doof mit dem Zaun. So, komm. Man kann auch Moves machen und sowas. Sina, hallo. Ein wunderschön. Man kann hier auch was Sinnvolles machen. Ja, man kann auch die Flaschen wegtreten. So. Man kann auch die Sirene auslösen. Warte mal, ich probiere mal was. Ja, again. Warte mal, wir machen mal Goofy. Ne, der ist definitiv gedreht. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich brauche den Regular. So, jetzt komm her. Ja gut. Sollte man nicht unbedingt in den Zaun fahren. Stimmt, da konnte man drehen, genau. Und dann konnte man... Komm, fight. Fight with me, Connor. Es kann nur einen auf dem Brett geben. Aua. Komm. Fertig. Es geht also nur um Punkte. So. Schön einmal durch den Zaun. So, komm, jetzt will ich das mal mit dem Auto machen. Und wieder ab in den Zaun. So. Da ist, glaube ich, jetzt der... Alter, was bist denn hier für ein Quatsch? So, und jetzt einmal. Konnte man doch die Sirene auslösen? Wahrscheinlich auf das Dach springen. Egal. Moment. Das probiere ich nochmal aus. So. Nein, regular. So. So, und jetzt gibt's Tote. So. So. Ein bisschen mit, was ein bisschen seltsam ist. So, komm. Jetzt komm. Fight with me. So, gib auf. Das soll man übrigens nicht so machen, was ich hier mache. Aber das hält mich nicht auf. Gut, weißer Kisten. Alter, ich bin alter RPG-Spieler. Natürlich nehme ich jede Kiste auf. So. So, jetzt aber. Na komm. Na komm. Also was ein bisschen komisch ist, was hier nicht so wirklich gelöst ist von der Steuerung. Also beim C64 reagiert er besser. So, jetzt aber. Und danke, dass du mich rausgeschmissen hast, du Vogel. So. Was macht der denn da? Hab ich so dumm? So.
So. Jetzt will ich mal. Du sollst da drauf springen, Mensch! Nein, nicht in die Richtung. Mama, hast du einen Knick in der Optik? Andere Richtung! Das wäre völlig egal, ob der da Bock hat. So. Ich will das jetzt machen. Ich will wissen, ob das geht. Also man kann auch die Flaschen hier zerstören. Das kann man auch machen. Also eigentlich geht hier alles. Man kann hier theoretisch alles putt machen. So. Ja, komm. Geschwindigkeit. Das ist High-Speed Racing. So, weg. Mein Gott. So. Ich kann aber auch wirklich, warte mal. Doch, das ist er doch, der Sprung. Genau, und dann da drauf. So. Das gibt's doch gar nicht. Was macht, oder gibt's hier keine Sirene? Komm, einen Versuch mache ich noch. Einen Versuch mache ich noch, dann gebe ich das auf. Ja, wenn es Fast and Furious ist, dann muss ich ja nochmal Familie erwähnen. Family. Viele sagen, dass ich mich da nicht für anstrengen muss, um wie eine Sirene zu wirken, aber das lasse ich mal so unkommentiert. Wahre Künstler werden ja nie wertgeschätzt. So. So. Komm, geh weg. Wenn mir schon das Toupet runterfällt. So. So, weg mit der Kiste. Oh, meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Ja, andere Richtung, du Pam. Ah. Der finale Versuch. Man kann auch, ich kann das mal kurz zeigen, das ging auf jeden Fall mal. Nee, kann man nicht. Man sollte auch dementsprechend hier mal die Strecke abschneiden für die ominöse KI. Aber das ist doch der Move. Ich meine, die haben auch nur einen Sprung. Ist ja nicht so schwierig. Bei einer Möglichkeit, diese Möglichkeit zu benutzen. Es sind ja nur Skater, die wir opfern. So. Das kann mir doch keiner erzählen. Ich meine schon. Ich hab's ja auf Video, aber. Ah, nochmal andere Richtung. Du. Jetzt geh doch. Bist du. Oh. Nee, du kriegst nur Punkte.
Du kriegst nur Punkte. Also klappt das nicht. Oder man... Ach so, da ist die Sirene an. Du hörst sie nur nicht. Okay, okay. Also, liebe Freunde der DOS-Version, ich hätte gern bitte eine Enhanced-Version davon. So, jetzt wird geraced. So. So. So, jetzt gib mal alles. So, das ist also typische Abfahrt. Natürlich kann man hier auch Abkürzungen machen. Immerhin bewegt er sich. Ist das nicht der Pool-Sound? Ist das nicht der falsche? Hört doch mal rein. Der Kiran, der besonders ein großer Fan des PC-Speakers ist. Ist das nicht der falsche Sound? Das ist doch der falsche Sound, oder nicht? So. So. Jetzt kann ich mal ein bisschen ausprobieren. Aber immerhin komme ich da schon mal an. So. So. Wunderbar. So, nächste Abkürzung. Ach, kann ich nicht mehr nehmen. Man kann auch dadurch die Tunnel fahren. Da muss man, glaube ich, bei denen muss man, glaube ich, springen. Wieso fahre ich jetzt rückwärts? Weil... Why not? Ne? Mit dem See kann man, glaube ich, auch springen, glaube ich. Moment, einmal einen Unsinns-Move machen wir noch. So. Aber die Musik ist falsch. Wunderbar. So. Na komm, dann machen wir das nur. Jetzt mach das nicht schon wieder. Ich fahre nicht rückwärts. Was ist denn das für ein... Ich meine, es ist ein Skateboard. Das hat keinen Rückwärtsgang. Es sind Momente wie diese. So. Erledigt. Nein. So. Letzte. Joust. Das ist jetzt eigentlich Pool. Also sprich, da geht es jetzt darum. Sag mal, bist du... Steuerung ist Weltklasse. So. Hier kann man also, wenn man sieht, drei Leute. Wen? Ponceur Pete, Agro Eddie oder Lester mit Scale or Die! So. Ich werde gar nichts mehr hinkriegen. Also man hat ein Paddel. Nicht ein Taddel, ne? Um guten Internethumor zu machen. So, und muss den, das habe ich jetzt sogar geschafft, muss den vom Brett hauen. Dann wechselt das Angriffsrecht. Dann muss ich jetzt versuchen auszuweichen. Was ich nicht gut konnte. Und jetzt habe ich wieder das Paddel.
So. Ich habe gewonnen! Ach nee. Ich habe nur einen Vorteil. Das heißt, der muss mich auch mal nicht treffen. Dann hätte ich gewonnen. Ach so, dann muss ich jetzt noch den K.O.-Punkt setzen. Okay. Mach ich! Hahaha! Hahaha! So! Wunderbar! Machen wir mal Agro, Eddie! Den treffe ich gar nicht. Er mich sofort. Wieso behältst du denn das Angriffsrecht, du Nasenkopf? Hier wird man schon wieder beschissen, wo man dabei ist. War so klar und jetzt hat er gewonnen. Weil das jetzt Beschiss war, machen wir das nochmal. Ja. Wieso behält der denn das Angriffsrecht? Das muss doch wechseln! Das ist doch das Prinzip dieses Systems! So, ich gebe das Angriffsrecht sofort wieder ab. Und er hat schon wieder gewonnen. Du kannst mich mal. Du kannst mich mal. Und zwar im Mondschein und so. Ja, das war Skate or Die in der DOS-Version. Und wer es kennt, es gibt ja noch She or Die. Da machen wir jetzt.